Der könnte mir gefallen. Niemals. Viel zu alt. Und der? Nicht schlecht. Und tschüss. Hallo. Was für ein Schuss. Und das weiß er auch. Leider. Die Männer in dieser Stadt sind entweder Totalausfälle oder schon besetzt. Oder im schlimmsten Fall verheiratet wie Frederik. Das ist echt eine Schande. Zwei so tolle Frauen wie wir. In den besten Jahren. Wenn uns jemand hören könnte. Gott, eigentlich sollte man sowas gar nicht antun. Stimmt. Ständig beschäftigt man sich mit diesem leidigen Thema und am Ende ist man einfach nur frustriert. Eigentlich sollten wir Spaß haben. Ich habe den Nachmittag frei. Was hältst du von ein paar Stunden ohne Männerfrust? Viel. Ich kenne einen coolen Wellnessclub mit entspanntem Poolbereich und ziemlich guten Massagen. Hört sich gut an. Hi. Hey. Hallo. Machst du mir einen Espresso? Ja, klar. Wir planen gerade unsere Flucht in die männerfreie Zone. Oh, und wo soll das sein? Im Kloster? So ähnlich. Wellness. Das war wirklich eine perfekte Idee. Die Massagen waren toll, oder? Allerdings. Ich bin sowas von entspannt. Der Masseur war auch nicht schlecht, oder? Hey, wir hatten doch was ausgemacht. Keine Männer, nur entspannen. Stimmt. Sag mal, kannst du mir kurz helfen? Irgendwie haben sich hier die Haare verheddert. Danke. Wirklich die Ruhe, oder? Das nenne ich mal einen Pool. Hallo, Ladies. Kannst du mir den Rücken entfernen? Sehr witzig. Okay, Jungs. Das war wirklich eine grandiose Vorstellung. Aber könnt ihr uns jetzt bitte in Ruhe lassen? Wir würden nämlich gerne entspannen. Also ich kann euch gern die Schultern massieren. Nein, danke. Kein Bedarf. Komm, lass uns gehen. Hallo? Wir lassen uns plötzlich hier verjagen. Nicht erschrecken. Was wir so... Na, wie war das? Ja, ich muss jetzt da lang. Ach so, ja. Und sorry nochmal für den abrupten Aufbruch. Ich weiß gar nicht, wie ich das nur vergessen konnte. Kein Ding. Mit der Ruhe war es jetzt sowieso vorbei. Und das nächste Mal gehen wir einfach ins Hammam zum Frauentag. Okay. Obwohl, die Idee mit dem Kuss war gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, ja, die war echt cool. Okay. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück bei deinem Termin. Und ich hoffe, dass sie deine Taschen in ihr Sortiment aufnehmen. Danke. Ciao. Tschüss. Dream.
Fall, Becky. Alles klar bei dir? Ich glaub schon. Du glaubst? Sag mal, erinnerst du dich noch an meine beste Freundin aus der Grundschule? Welche denn? Ich meine, da waren ziemlich viele Mädels, mit denen du dicke warst. Ich war nie wirklich mit Jungs befreundet, oder? Nein. Ich fürchte, Tristan und ich haben dir als abschreckendes Beispiel gereicht. Ja, kann sein. Jetzt erinnere ich mich, da war doch so eine süße Blonde. Ihr Vater war bei der Post. Nadine? Ja. Ihr beiden war doch unzertrennlich. Seid immer nur Hand in Hand rumgelaufen. Ah, wenn sie da war, durfte keiner ins Zimmer. Eintritt strengstens verboten. Ja, wir haben stundenlang im Bett gelegen und uns irgendwelche Pferdehörspielkassetten reingezogen. Ach ja? Und ich dachte mal, ich verpasse irgendwas. Wieso eigentlich? Hat die sich mal gemeldet? Also, ist die in Düsseldorf? Nein. Schade. Die ist mittlerweile bestimmt ein richtiger Schuss. Hi, Rebecca. Hallo. Danke. Du siehst aber nicht so aus, als hättest du einen entspannten Wellness-Tag hinter dir. Was ist denn los? Wenn ich das nur wüsste. Und dann waren wir in diesem Wellnessbad. Was? Ja, und dann waren da diese Jungs. Und die waren so nervig. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Zombies waren. So richtige Untote. Ach ja. Männer. Nur weil dir der Kuss gefallen hat, heißt das noch lange nicht, dass du lesbisch bist. Naja, es war mehr als nur gefallen. Es hat richtig gekribbelt. Ja, und was sagt uns das? Miriam kann verdammt gut küssen. Aber ich habe schon Tagträume davon. Und das passt auch alles zusammen. Ich meine, mit mir und Männern, das hat nie funktioniert. Und jetzt? Du bist einfach immer in die Falschen geraten. Vielleicht wollte ich einfach nicht, dass es funktioniert. Weil ich in Wirklichkeit auf Frauen stehe. Komm, wir gehen erstmal zum Essen. Wahrscheinlich habe ich einfach nur Angst vor den Konsequenzen. Ich meine, das ändert doch meinen kompletten Lebensplan. Wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr im 19. Jahrhundert. Du hast recht. Wenn ich nun mal lesbisch bin, muss ich das auch akzeptieren.